Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen, das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder auch an eine andere Seele, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele, stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Ich habe unter dem Video ein Live-Channeling verlinkt, das könnt ihr euch gern mal anschauen. Ich habe auch ein Video verlinkt, ein kleiner Einblick über meinen Lebensweg, über all meine Süchte, die ich jahrzehntelang hatte, Bulimie, Magersucht, ich hatte geraucht wie ein Schornstein und, und. Auch das könnt ihr euch gerne anschauen, ja? Wie auch die On-Off-Phasen mit dem Karl. Genau. Ich möchte heute über das Thema sprechen, weil das immer wieder aufploppt und gestern in der Blockadenlösung war das auch wieder ein extrem starkes Thema. Am Anfang auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht vom Fleck oder ich komme nicht weiter oder wann hört es endlich auf, dieses Leid, diese Schmerzen. Ich schaff's nie. Wisst ihr? Ich sag euch was. Wenn wir die Phasen, die wir durchleben, die auch ich durchlebt habe, und ich habe auch Phasen, die ich heute durchlebe, aber andere, nicht mehr das, was diesen Prozess anbelangt, diesen Dualseelenprozess. Ich frage dann immer, wenn die Kunden mir das sagen, das hört nie auf oder ich schaff's nicht oder ich komme eh nicht weiter, dann sage ich immer, schau mal zurück, wie ist es dir vor einem halben Jahr gegangen oder vor einem Jahr? Und dann kommt, stimmt, da habe ich nicht, wenn ich es heute sehe, leide ich nicht mehr so drüber oder ja, es trifft mich schon noch stark, aber wenn ich jetzt zurückschaue, wie es vom halben Jahr war, wenn er bei mir was triggert, dann tut es jetzt zwar heute auch noch weh, stimmt, du hast recht, es ist nicht mehr so lang und der Schmerz ist nicht mehr so tief, obwohl er doch da ist. Aber nicht mehr so tief. Und das möchte ich euch heute auch nochmal so stark ans Herz legen. Macht mal den Test. Das, was jetzt dein Thema ist. Und geh mal ein halbes Jahr oder Jahr zurück und vergleich. Und ich bin sicher, wenn du ja an dir arbeitest, dann kannst du nicht mehr dastehen, wo du vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr warst. Dann bin ich mir sicher, dass du selber sagst, stimmt, zu der Zeit war das noch so schlimm und jetzt ist es zwar auch schlimm, aber stimmt, es hat sich verändert. Also, dann kannst du schon mal diesen Satz weglassen. Nichts hat sich verändert, wie lange geht es alles noch, ich habe keinen Bock mehr. So allein, dass du dann erkennst, stimmt, es ist nicht mehr so lange der Schmerz, dass ich monatelang drin gehangen bin, jetzt ist es nur noch ein paar Tage oder ein paar Stunden, dann komme ich wieder besser raus. Früher war ich depressiv, ich konnte nicht mehr arbeiten gehen, also bei mir war es so, wo ich voll in meinem Loch drin war, ich war nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Und so hat sich das peu à peu aufgebaut. Deswegen mach den Test. Und dann wirst du erkennen, dass du da nicht mehr stehst. Und ich vergleiche das immer mit dem Kind. Wenn du die Gefühlsklärer oder unsere wahre Liebe oder der Herzmensch, das ist ja der erste Mensch, der dich im Leben wirklich völlig in Strudeln bringt, völlig in, boah, was ist denn da los? Völlig in deinen tiefsten Schmerz, den du noch nie erlebt hattest. Das war bei mir beim Karl ja auch so. Und den wollen wir weghaben, dann fangen wir an zu arbeiten.
Und deswegen sage ich, wenn du doch siehst, oder es kann auch andere Themen sein, wenn du doch siehst, den Test machst und merkst, stimmt, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr war das noch viel schlimmer. Aber jetzt ist es zwar auch schlimm oder es tut auch weh, aber es hat sich trotzdem verändert. Dann gibt dir das doch das Vertrauen und die Kraft, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich merke, oh, stimmt, ich bin ja trotzdem weiter. Und dann macht eine Skala, malt es euch mal auf dem Blatt auf, von 1 bis 10. 1 ist, da ging es ja total miserabel, und 10 ist da, wo du hin willst, dass du im Frieden mit dir bist und im Frieden mit der Situation. Und dann schau, wo du bist. Stehst du bei 5? Ah, 5 ist, du bist nicht mehr bei einer 1, dass es dir miserabel geht. Und so kannst du dich testen. Oder auch wenn du bei einer 3 stehst, ist es doch gut, aber du stehst nicht mehr bei einer 1. Dass es dir total schlecht geht, dass du überhaupt nicht weißt, wie du damit umgehst. Du bist bei einer 3. Und dann geht's weiter. Nimm dir vor, wo willst du hin? Auf eine 5, auf die Skala 5. Was brauchst du dazu? Vielleicht eine Blockadenlösung, vielleicht die Vier-Schritt-Anleitung, ein Gespräch oder sonst was. Oder vergleich das mit dem Kind. Ein Kind, was laufen lernt. Wie das, dass du dich neu aufstellst, du willst dich neu kennenlernen. Wir sind ja von unseren Eltern, Gott hab sie selig, meine Eltern leben ja nicht mehr, die haben ihr Bestes gegeben, aber aufgrund dessen haben wir ja nie gelernt, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, wo sind meine Grenzen, was will ich wirklich. Das müssen wir und dürfen wir ja neu lernen, und dazu ist der Prozess ja mit ihm da, dass du dich neu aufstellst. Es geht in erster Linie ja um dich. Und dann vergleicht es wie mit dem Kind, was neu laufen lernt. Du willst dich neu aufstellen. Du willst deine Werte erkennen. Du willst wissen, wer du wirklich bist, was du wirklich brauchst und was du nicht mehr willst. Das muss doch alles neu gelernt werden. Es ist wie ein Kind, was anfängt, laufen zu lernen. Wie oft fällt das Kind hin, holt sich Verletzungen, Platzwunden am Knie oder sonst wo. Aber nenn mir ein Kind, das nie aufgestanden ist. Immer wieder ist es aufgestanden, wie du auch. Wenn du merkst, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Das habe ich auch oft gehabt. Glaubt mir, ich weiß, wovon ihr redet. Ich kenne eure Gefühle. Ich weiß, was ihr durchlebt. Wer meine Videos kennt, weiß es. Aber ich bin immer wieder aufgestanden. Nochmal, wie ein kleines Kind. Stell dir vor, ein kleines Kind, ein kleines Kind, was anfängt laufen zu lernen. Das fällt immer wieder hin. Immer wieder fällt hin, Verletzungen, weint, schreit. Dann steht es wieder auf. Gut, das Kind geht zur Mama und lässt sich trösten. Das hatte ich nicht, das haben viele von euch nicht. Deswegen bin ich euch für dich da, um euch wieder aufzustellen, damit ihr wieder weiterkommt. Aber ein Kind steht immer wieder auf. Nenn mir ein Kind, was gedacht hat, ich habe keinen Bock mehr, ich bleibe jetzt sitzen, ich geht eh nicht, ich will nicht mehr. Ein Kind hat diesen Willen. Wir haben den Willen in uns weiterzukommen. Er wurde uns genommen. Er ist verschüttet aufgrund unserer Erziehung. Deswegen steh immer wieder auf und geh weiter. Geh weiter. Und du wirst sehen, dass du von einer 3 auf eine 3,5, auf eine 4, vielleicht je nachdem einen Quantensprung machst. Mir fällt auf bei den Blockadenlösungen, wenn ich die dann ab und zu frage, also wenn es sich ergibt und ich spüre die Seele, dass das jetzt dran ist, dann frage ich die Seele: So, und wo warst du jetzt am Anfang von der Blockadenlösung? Wie hast du dich in dem Thema, was gerade dran ist, wo hast du dich da gefühlt, wo hast du dich da gesehen? Ja, bei einer 2. Und wo siehst du dich jetzt, wo es fertig ist? Bei einer 7. Vielleicht auch bei einer 8. Das ist so dieser Quantensprung bei einer Blockadenlösung. Bei dem Thema, um was es da gerade ging. Und es ist so schön, die fühlen das auch. Das ist dann nicht nur dahergelabert, sondern die fühlen das. Und das ist, da führe ich die ja durch. Und das ist so wertvoll. Deswegen mach mal den Test. Nimm dir ein Blatt Papier. Mach dir einen Strich. 0 oder 1. 10. Wo siehst du dich gerade in der Mitte?
in der Situation, um dem Thema, was es geht. Bei den meisten ist es ja der Prozess mit ihm. Wo stehst du gerade? Geht es dir immer noch so schrecklich? Hast du immer noch so wenig Vertrauen zu dir, wie vor einem halben Jahr? Wenn du sagst, nö, eigentlich nicht, schon, wo skalierst du dich ein? Wo bist du am Anfang vom Prozess gestanden? Bestimmt bei einer 1 oder bei einer 0 sogar. Weil es höllisch weh tat, weil ich gerade wusste, was mit mir geschieht. Wo stehst du jetzt? Bei einer 3? Herzlichen Glückwunsch. Besser wie eine 0 oder wie eine 1. Und dann schaut es an, wo wollt ihr hin? Ihr wollt zum Ziel, ihr wollt den Seelenfrieden bei euch haben. Viele sagen, ja, ich will bei ihm ankommen, ich will, dass wir zusammen sind. Ja, weiß ich, aber dadurch musst du erst mal bei dir ankommen. Deswegen nimm die Skala für dich. Du willst zu deinem Frieden. Du willst wissen, wer du wirklich bist, wo deine Grenzen sind. Du willst bei einer 10 ankommen, nämlich bei dir. Ankommen, dass du damit umgehen kannst, damit du weißt, hey, ich stopp bis hier und nicht weiter. Ich bin in meinem Selbstbewusstsein, ich habe keine Ängste mehr. Um da alles durchzugehen, um bei einer 10 zu landen, musst du viele Schritte durchmachen. So. Und angenommen, du bist bei einer 5 gelandet und dann kommt er wieder und irgendwas strudelt dich wieder um. Das mag ja nicht er sein, das kann auch eine Familie sein, das kann auch die Arbeitskollegen sein, wo dich wieder strudelt. Nimm für deine persönliche Situation, um was es geht. Deine Kinder, alles. Auch die spiegeln dir Sachen. Übrigens auch sehr wertvoll, Blockadenlösung zu machen oder die Seelen zu befragen. Sehr, sehr wertvoll. Auch da zu gucken, wo bist du vor einem halben Jahr gestanden? Wo stehst du jetzt? Und diese kleinen Schritte sind so wertvoll. Und auch wenn es dich wieder mal ein halber Schritt zurückgeht, vermeintlich, weil du glaubst, oh, ich schaff's nicht. Und du meinst vom Gedanken her, ich bin wieder zurück, ich bin zurückgefallen. Okay, dann mag es sein, dass du vielleicht um einen halben Punkt anstatt bei einer 4 wieder bei einer 3,5 landest. Aber dann tust du dich von da aus nochmal neu ausrichten, dass es wieder weitergeht. Das sind wie Treppenstufen. Natürlich wollen wir alle mit dem Fahrstuhl schnell hoch. Ah, ich will bei mir ankommen. Zack. Aber das geht doch gar nicht, wenn du mit dem Fahrstuhl hochfährst. Du musst doch die einzelnen Treppenstufen hoch. Sonst, das kann, ja, ich will ankommen, ich will. Ja, aber du musst doch die Phasen durchleben. Weil das, was du dann dadurch gelernt hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Wenn du gespürt hast, wo deine Grenzen sind und du fühlst sie und irgendjemand kommt wieder und will dir spiegeln und dir einreden, ja, aber du musst das und das tun, aber du spürst genau, nee, das habe ich schon erlebt, das habe ich durchstanden. Das sind die Treppenstufen, die du dann geschafft hast, wo du genau weißt, da bin ich mühselig auf eine 5 gestiegen, auf die Stufe 5. Das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Da kannst du dich zwar noch mal kurz, wenn du was gespiegelt bekommst, noch mal zurückhauen. Ich nehme jetzt die Skala wie auch die Treppenstufen. Aber dann ist es noch mal einen Schritt vielleicht zurückzugehen wichtig, damit du dich noch mal neu ausrichtest und spürst, oh, da hat mich aber noch mal ganz schön was gestrudelt. Die oder der hat mir noch mal ganz schön was gespiegelt. Alles klar, ich stelle mich da noch mal neu auf. Ich gehe noch mal in Kontakt mit der Sabine Michelle, was da war. Ich frage meine Seele, was weiß ich? Und dann positionierst du dich wieder. Und dann kann es sogar sein, dass wenn du auf einer 5 warst und es sich wieder auf eine 4 oder 4,5 zurückgehauen hat, dass du je nachdem, wie du dann weiterkommst, kannst wie so ein Quantensprung sein, dass du auf einmal bei einer 7 landest durch die Situation, die dich kurz zurückgehauen hat. Und wir müssen Erfahrung machen. Wir müssen, das spreche ich hier aus eigener Erfahrung, du musst, ich sage immer, du musst, und das musst du auch wirklich, weil wenn du weiterkommen willst, musst du deine Kindheit, du musst das alles nochmal anschauen, den Schmerz fühlen, um da durchzugehen, um zu fühlen, boah, das war heftig, aber da bin ich jetzt weiter. Ich bin einen Schritt weiter. Je nachdem, was es ist, auch zwei, drei Schritte weiter. Und dann kommt wieder das Nächste. Ein Kind, was hinfällt, steht wieder auf, geht wieder ein paar Schritte, fällt wieder hin. Aber es ist, wenn es hingefallen ist, wenn es am Anfang laufen lernt,
Dann fängt es an, einen Schritt zu laufen, rums, es fällt hin. Dann steht es wieder auf und irgendwann kann es 3, 4 Schritte laufen und fällt auch wieder hin. Was ich euch damit sagen will, je mehr ihr bei euch ankommt, die Tiefe spürt, erkennt, euer Selbstbewusstsein steigt, ihr genau wisst, wo eure Grenzen sind, ihr durch die Angst gegangen seid, immer mehr geht, wie ein Kind, was wieder aufsteht, werden die Schritte größer, wie ein Kind. Das braucht dann 5 Schritte, bis es hinfällt. Wow, es hat aber 5 Schritte geschafft. Das ist für dich, wow, dir ging es jetzt wochenlang gut, anstatt nur einen Tag oder ein paar Stunden. Und dann kommt wieder was, weil deine Seele dann wieder sagt, hallo, jetzt hast du das erreicht. Jetzt wirst du mit neuen Sachen gespiegelt. Jetzt lass dahin gucken. Frag da deine Seele, mach da eine Blockadenlösung, buch die 4-Schritt-Anleitung. Ich biete ja viel an. Ich biete das an, was mich doch selber weitergebracht hat. Und alle, die meine Videos noch nicht so kennen, ich war ganz unten. Ich habe auf der Straße gelebt. Ich war alleinerziehend. Ich war bei Hartz IV gelandet. Ich hatte wirklich nichts. Aber ich habe so einen inneren Drang gehabt, ich will. Und auch da, das Geld ist gekommen. Es wurde mir zugeschickt, wenn ich gewusst habe, ich brauche wieder Heilung, ich brauche was, um weiterzukommen. Es kommt, wenn du wirklich willst. Es kommt alles. Und viele investieren in so viel Schrott, sei es in das Zigarettenrauchen, komischerweise, da ist das Geld ja auch da. Ich habe auch viel geraucht, ich weiß, wovon ich rede. Auch das will ja was vertuschen, aber es ist wieder ein anderes Thema. Das heißt, letztendlich investieren wir in so viel, sei es in Urlaub oder ich jetzt weniger, ich rede jetzt von anderen. Ich habe das ja nicht gemacht. Ich habe immer gewusst, wenn ich in Urlaub gehe, es ist nur ein Verdrängen. Wenn ich wieder heimkomme oder im Urlaub, geht es mir vielleicht auch schlecht. Oder je nachdem, wo du bist, um Gottes Willen, ich rede jetzt nur von vielen, die mir dann auch irgendwann gebeichtet haben, ja, ich habe es jetzt erkannt, ich bin immer geflüchtet in Urlaub, weil ich gedacht habe, dann kann ich alles vergessen, verdrängen, dann geht es mir gut. Aber als ich heimkam oder sogar im Urlaub, bin ich auch gespiegelt worden, habe gemerkt, es bringt doch alles nichts. Dann gebe ich das Geld doch lieber, investiere ich doch lieber gleich in mich, wie dass ich wegrenne. Ja? Ich war zum Glück nie so. Ich habe immer in mich investiert, aber es gibt viele. Ich habe dafür früher gemeint, ich muss in Kleidung investieren, dass ich im Außen, dass meine Hülle wertvoll ist. Wenn ich schon innen kaputt bin, dann investiere ich ins Außen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, auch das bringt ja nichts. Weil du strahlst es ja trotzdem aus. Das ist alles so ein Prozess gewesen. Deswegen, ja, ich bin wieder abgeschweift, merke ich gerade. Nochmal auf den Ursprung zurück. Macht es mal mit der Skala. Malt euch mal auf einen Strich. 0 bis 10, wo seht ihr euch? Wo seht ihr euch? Und ihr könnt auch aufschreiben, da wo ihr euch jetzt seht, bei einer 3 zum Beispiel, was hast du schon geschafft? Wo ich bei einer 1 war, da habe ich 3 Monate gelitten zum Beispiel. Jetzt bin ich bei einer 3, jetzt leide ich zwar immer noch, aber keine 3 Monate mehr, wenn er mich triggert oder die Person mich triggert, sondern nur noch 1 Monat. Wow, ein Fortschritt. Ich will auf eine 5. Was braucht es, damit ich bei einer 5 ankomme? Ja, vielleicht Unterstützung. Vielleicht, dass du jetzt von dir aus auch selber weißt. Vielleicht weißt du schon, was du tun musst. Dann getrau dich, den Schritt zu tun. Vielleicht weißt du, ich muss mit der Person mal reden, aber ich habe Angst davor, bei einer 5 anzukommen, weil ich Angst habe, dann verliere ich die Person. Setz dich damit mal auseinander. Ich bin ja da. Geh weiter. Du wirst es schaffen, von Stufe zu Stufe. Das ist so wertvoll. Und wenn du es dir aufzeichnest, ist es auch so wertvoll. Und auch wenn du dir die Punkte aufschreibst, was du in bestimmten Stationen geschafft hast, von einer 3 zu einer 3,5 oder zu einer 4. Was hat sich da verbessert? Oder wenn du bei einer 6 zum Beispiel warst und bist wieder zurückgefallen, warum? Was war da? Dann will dann nochmal was genauer angeguckt werden, bewusst gemacht werden. Damit kannst du dich besser kennenlernen. Nimm dir mal die Zeit. Und vor allen Dingen dein Ziel. Was willst du erreichen?
Frieden, oder? Du willst dich, du willst angstfrei leben. Du willst selbstbestimmt leben. Du willst ohne Angst deine Meinung sagen können, ohne dass du Angst hast, dass du jemanden verlierst. Das ist dann die 10. Das war's für mich. Was ist es für dich? Wo willst du hin? Und dann guck, wo du jetzt stehst. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst? Und so geht's weiter. Wenn ihr da Unterstützung braucht, ich bin für euch da. Könnt ihr unten anschauen, was ich anbiete. Okay? Und denkt immer dran. Ich war ganz unten. Ich hatte viele Süchte. Ich hatte auch 3 Selbstmordversuche hinter mir. Aber ja, für mich war klar, der liebe Gott hat für mich eine Aufgabe, nämlich, dass ich Vorbild sein darf für euch, euch Mut machen darf, dass ihr es ausschafft. Dass ihr es ausschafft. Die Fülle, die darf und muss erst in euch stattfinden, bevor sie nach außen treten kann. Und viele sagen ja auch schon, oh Sabine Michelle, ich habe auf einmal Lohnerhöhung bekommen, ohne dass ich es angesprochen habe. Oder ich merke, ich bin mehr Mehrwert, aber ich traue mich nicht, das anzusprechen, dass ich mehr Lohn möchte. Da habe ich ja auch schon bestimmte gecoacht und die haben das dann erreicht. Und manche, wo es nicht erreicht haben, dann haben die aber gespürt, dann bin ich ja nicht mehr richtig, weil ich mehr Mehrwert bin. Und wieder ist es einen Schritt weiter gegangen. Es geschieht so viel auf eurem Weg. Aber ihr müsst anfangen oder vor allen Dingen dranbleiben. Denkt an das Kind. Es fällt hin und steht wieder auf. Was glaubt ihr, wie oft ich gedacht habe, ich habe die Schnauze so voll. Ich will nicht mehr. Wieso soll immer ich in mich investieren? Soll doch der mal was tun? Musste ich aber irgendwann mir immer wieder eingestehen, stopp. Letztendlich mache ich wirklich alles für mich. Es ist alles nur für mich. Und da müsst ihr hin. Das zu dem Ziel zu kommen, ich mache alles für mich. Nicht damit er kommt, das habe ich ja auch lang gedacht, aber letztendlich geht es um dich. Okay? So, meine Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, teilt mich, wenn ihr wisst, oh, dem wird das Video gut tun, teilt es weiter, schickt es weiter. Und ja, wenn was ist, ich bin für euch da. Ja, jetzt merke ich wieder, einige Kunden sagen immer, Mensch, bericht doch mal über die wertvolle 4-Schritt-Anleitung. Die hat mich so weitergebracht, unabhängig von der Blockadenlösung. Ja, stimmt, wollte ich auch mal ein Video machen. Da mache ich das hoffentlich das nächste Video. Ich habe so viele Themen, wo Kunden sich wünschen, aber das war auch dabei. Ja, ich ziehe es mal vor. Genau, auch die wertvolle 4-Schritt-Anleitung werde ich auch ein Video machen. Hab euch lieb, eure Sabine Michelle. Tschüss.